Metal, Leute. Ich hoffe, das war nicht wieder zu kurz. Da gibt es ja doch öfter auch mal Beschwerden. Hin und wieder, man weiß es nicht. Ja, Best of GTA 5 Trilogie. Wir sind beim zweiten von drei Teilen. Das Ding geht eine Stunde. Ich habe überhaupt keinen Bock, mir das eine Stunde reinzuziehen. Nein, Quatsch, zusammen quälen wir uns hier schon durch. Was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen, schaut beim React vorbei. Ist natürlich auch wieder von ihm ja, eines der besten Werke oder generell die besten Werke. Eigentlich fast alle der besten Werke kommen eigentlich von React. Wunderbarer Kanal. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ja, ein Dankeschön geht raus an alle Wonga Level 5 und 10 Mitglieder, die hier auch eingeblendet sind. Ein besonderer Dank geht an Buttercole im ASB, geiler Name immer noch. Dodo, der schon lange dabei ist. Oberpfalz-Hater, der brennende Mikrowellen-Muffin, der einen sehr, sehr nice Namen hat. Soldier TV. Und das war's. Vielen lieben Dank für euren Support. So, wir gehen rein. Ich freue mich auf 1A-Gameplay. Es wird bestimmt super. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir haben aktuell 7100. Oh, warum? Sag mal, hat er keine Handbremse oder was? Gibt das einen Grund, warum der einfach so fährt? Sekunde. Okay, ich sollte vielleicht den Controller rausziehen, wenn er irgendwo auf den Tasten liegt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum der einfach losfährt. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir questtechnisch machen. Übrigens, der Online-Modus ist ja echt für den Eimer. Also, GTA Online-Zocken, das kann man echt vergessen eigentlich. Junge, der Online-Modus ist ja mal so gut. Also, das ist ja so frech, dass er. Na gut, das ist halt Rainer, ne? Der hat sich ja auch im ersten Part schon über alles beschwert. Das ist doof und das ist doof und der trägt einen Helm und die Reifen drehen durch beim Anfahren und das ist doof und Junge, 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 Junge. Also, naja. Also, Leute, ganz ehrlich, wer von euch hat damals auch GTA Online gesuchtet? Ich fand das damals so cool mit ein paar Kollegen zusammen, einfach so in so ein paar Lobbys rein, das war so geil. Aber natürlich, ein Rainer gefällt das nicht, wenn er mal abgeschossen wird. Du verdammter Kakeido! Finde ich jedenfalls, weil man hat echt keine Chance. Autsch, da habe ich gerade zu sehr auf den gesetzt. Guck mal, auch dieses Commentary wieder. Ich kann es halt nur jedes Mal betonen. Autsch, da, ja, hab ich auf Ding gesetzt. Elsvatla, du weißt schon hier, ne? Weißt schon da, ne? Okay. Das ist halt wirklich Commentary. Da kann Gronkh sich einfach auch noch eine Scheibe abschneiden von, ja? Jetzt, wie gesagt, nicht gameplay-technisch, einfach das Kommentieren, die Unterhaltung. Junge, Junge, Junge. Ich wünschte, ich könnte das. Weil der Online-Modus, der ist ja echt, ich weiß nicht, man kann nicht einmal normal rumfahren, so wie jetzt wir. Wobei wir natürlich auf dem Weg zu einer Quest sind, aber wir können nicht einmal ein bisschen rumfahren, ohne dass man ständig gleich angegriffen wird. Und nur über den Haufen gefotzt wird, das ist echt richtig ätzend. Richtig ebbisch ist das, Rainer, richtig ebbisch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie ist das echt schade. Aber irgendwie ist das auch genau das, was ich schon immer sage. Es fehlt den Leuten irgendwo an Respekt einander gegenüber. Halte hier ist ein Fragezeichen. Was bedeutet das Fragezeichen schon wieder? Das ist wieder irgend so eine Run-Quest wahrscheinlich. Cooler Freeze. Erinnert mich ein bisschen an den Fahrstil mit dem Ford Blue, oder? Also, so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gesehen? 60. Oh shit, Alter. Was ist das? Ich bin auch viel zu langsam eigentlich. Ich muss mal ein bisschen meine Mausempfindlichkeit hochstellen. Ach so. Wartet. Wartet mal, ich muss mal kurz die Mausempfindlichkeit ein bisschen hochstellen. Bin viel zu langsam, jetzt wenn ich mich ums Drehen. Könnte natürlich jetzt auch am Ding liegen. Der Stand. Das ist eigentlich so unglaublich. Also, könnte auch am Ding liegen. Ey, Mann, wirklich, das muss wohl anstrengend sein, wenn man immer so Sätze im Kopf hat und die nicht richtig äußern kann und dann jedes zweite Wort mit Ding ersetzen muss. Das stelle ich mir auch einfach wirklich. Stell dir mal vor, du musst so durchs Leben gehen. Das muss doch anstrengend sein. Graswurzeln, Michael. Ah ja.
Wir werden auch, denke ich, einmal hier oder da mal ein paar Folgen in der Online-Welt abgeiern. Bitte, bitte mach das, Rainer. Ich sehe schon, wie Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird, du von allen gejagt wirst und dann wird das Spiel wieder beleidigt. Die Leute können sich nicht benehmen. Das wäre nicht schön. Denke ich. Amben braucht kein Schwein. Natürlich nur im Game. Real Life Farm fährt man natürlich anständig. Das aus Rainers Mund. Aua. Ganz schlecht gealtert. Das ist ganz, 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 ganz schlecht gealtert. Jemand, der auf Wiesen sein Auto als Waffe benutzen möchte und, ja, kann man ja so sagen, vorsätzlich die MPU einfach nicht gemacht hat. Ja. Hört drauf, ne? Fahrt ordentlich und nicht so wie Rainer. Hust, hust. So, jetzt muss ich erstmal zu meinem Haus, zu meiner Dings schauen. Wo ist denn mein Kleiderschrank? Hier zockt der Sohn schon wieder. Kann man dem mal Offer gegeben? Junge Rainer, das bist quasi du in Jung. Was für eine Ohrfeige. Guck mal, auch die. Hier auch die Proportion. Hä? Hey, das ist doch Rainer, oder? Also, bisschen dünn dafür, klar, aber guck mal, das ist doch wirklich. Das ist doch angenehm, das kannst du nicht erzählen. Interessant. Ich glaube, ich bin da was auf einer Spur. Ich sage mal nicht, dass der aussieht wie ich. Ja, er sieht's auch. Er sieht's auch. Er sieht's auch. Wie ich früher ausgesehen habe, wohl gemerkt. Nee, heute ist ja alles mit Muskeln bepackt und wir wissen das ja. Ja, ja, klar. Nur mal blöde Frage, kann ich mich zu der ins Bett legen? Rainer Winkler. Ich weiß nicht, wie alt er zu der Zeit war, aber bestimmt auch schon über 30. Darf man nicht vergessen. Okay, ich dachte, der fummelt dich vielleicht jetzt an. Junge Rainer, also, das kann man sich auch einfach nicht ausdenken, ne? Also, da ist doch eine Frau im Bett. Hä? Hä? Ich kann die nicht anfummeln? Verstehe ich nicht. Hä? Ach, man kann auch einfach nebeneinander in dem Ehebett schlafen? Ach so! Ach so, das wusste ich doch nicht, okay. Egal. Wir sind auf 6,8% gerade. Ich frag mich jetzt nur, nee, man kann nichts mit ihr machen, ne? Weil Digga, was ist das für ein Creep? Das ist ja unglaublich. Junge, auch die virtuellen Frauen werden hier wieder wegbelästigt. Das ist ja wirklich unglaublich. Wir sind 3 Minuten drin, ich bin gleich wieder raus hier. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt hier hinlegen will? Ah, dann legt er sich automatisch auf der anderen Seite hin. Okay. Allerdings guckt er zu ihr rüber. Junge, also wirklich, das kannst du ja alles nicht mehr ausdenken. Wegemorgen, damals, als er noch 150 Kilogramm beim ersten Versuch auf der Bank gedrückt hat, da war er noch nicht so muskulös wie heute. Nee, das stimmt. Aber heute macht ihm keiner mehr was vor. Also, Junge, so viel Muskeln wie Rainer, hätte ich auch gerne, das sag ich dir. Übrigens, das hier habe ich rausgefunden. fand ich ganz witzig. Gestern hat so im Multiplayer mit jemandem gespielt. Das mit der Run-Mission muss ich mir mal überlegen. Da muss man vermutlich erst einmal ein bisschen trainieren. Ich meine, wir hatten die Rennmission ja fast geschafft eigentlich. Aber ich glaube, da müssten wir ein bisschen Krafttraining machen vorher. Da müssen wir uns mal umgucken. Ich glaube, es gibt bestimmt sowas wie ein Gym oder so im Game. Das gab es zumindest früher immer. Rainer, vielleicht auch mal im echten Leben nach einem Gym umgucken, wie du es sagst. Junge, nicht Gym, sondern einfach Gym. SCH vorne. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Und dann kann man mal ein bisschen trainieren. Und dann muss man ein bisschen gucken, dass man die Ausdauer ein bisschen hochballert. Alter, gib Gummi, Junge. Die ist nun quasi zum Sex vertraglich verpflichtet. Ja, natürlich. Ey. Ja, weil sobald du eine Frau hast, Junge, ist die vertraglich verpflichtet, Junge. Dann hat die auch ihre Pflichten zu erfüllen. Das ist ganz klar. So läuft das nun mal. Können wir uns einen Bart machen? Vollbart. Ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber so sieht. Naja, es sieht ekelhaft aus wegen den Flecken drinnen. Aber wenn es ein bisschen so ein leichter Bart gewesen wäre, hätte ich das ganz geil gefunden. Oh, jetzt sehen wir ein bisschen aus wie Tommy früher. Ich persönlich bin ja eher der Motorradfahrer. Das mochte ich schon immer lieber.
Abgesehen davon, Leute, was kommt jetzt? Fährt er natürlich kein Motorrad, klar. Ja. Aber sonst ist er Motorradfan, dürft ihr nicht vergessen. Ja, der war gut gerettet. Und ja, den habe ich tatsächlich gerettet, kurz rückwärts gefahren, dann rumgedreht und dann wieder geradeaus. Das geht bei dem Auto hier sogar ganz gut. Das ist, bei manchen Autos geht es, bei manchen nicht. Mit manchen Autos fährt er einfach mit zu viel Gas. Das war eigentlich nicht so beabsichtigt. Ich wollte eigentlich noch einlenken, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. So. Okay. Okay. Ich muss echt. Was? Finde einen Weg zum Dach, was? Ah ja. Ah ja. Ich muss. Junge, also wirklich, dieses gottgleiche Kommentar. Ich finde das einfach nur toll. Was? Aha, okay. Ah ja. Vielleicht sollte ich meine Reactions auch in Zukunft so machen. Vielleicht mache ich einfach nur noch. Ah. Okay. Mein Ding wieder umbasteln. Wie heißt's? Mein FPS-Zähler muss ich mal woanders hin machen. Dann wollen wir mal da hoch. Solche Treppen leider finde ich immer extrem unangenehm. Rainer, bei deiner Gewichtsklasse findest du, glaube ich, jede Leiter unangenehm, würde ich jetzt einmal meinen. Finde ich immer unangenehm. Wann war Rainer, also jetzt mal wirklich überlegt, wann war Rainer das letzte Mal auf einer Leiter? Psst, vielleicht mal in seinem Stahlwerk bei 180 Grad, was er da erzählt hat oder so. Aber mal ganz ehrlich, wann war denn bitte das letzte Mal wirklich reell auf einer Leiter? Ja, okay, weiß ich nicht. Vielleicht noch, um sein Haus anzustreichen, ist er mal auf die erste Sprosse gegangen. Okay, aber mehr auch nicht. Alter, ich bin davon ausgegangen, du nimmst die leider, du Idiot. Ich bin gleich wieder da. Metal, Leute. Servus und willkommen zurück beim Drachen. Ja, ich war vorhin kurz weg, weil ich zum. Also erstmal professionell wie immer und zweitens, warum ist die Tonqualität jetzt so schlecht? Redet ihr durch eine Dose oder was? Weil der Postbote da war, wollte ich schon die Post holen. Jetzt war das Problem, dass mein Rechner abgestürzt war. Also der war komplett, nicht komplett down oder so. Also deine sind alle noch da, aber er ist einfach komplett hängen geblieben. Auf der Karriereleiter war er. Ja gut, Nico, da hast du natürlich nie ganz unrecht. Captain Eierstock, melde an dich. Und dann habe ich ihn ausgeschalten, beziehungsweise ich wollte ihn neu starten. Und dann ist mir eingefallen, dass ich heute eigentlich sowieso vorhatte, den Rechner mal zu reinigen. Das heißt, den Kühler und so weiter. Ich würde gern wirklich mal sehen, wie Rainer seinen PC reinigt. Also es gibt Leute, die schrauben den dann richtig auseinander, die legen das Motherboard ordentlich frei, die haben dann da so Pinsel, entstauben den, machen alles schön sauber. Und stell mir vor, wie so ein Rainer so eine große Schüssel mit Wasser vorbereitet und seinen ganzen Tower da reinschmeißt. Ist natürlich übertrieben, aber der Gedanke ist ganz lustig. Und dann habe ich einfach mal stumpf beschlossen, dass ich das einfach mal schnell mache. Und jetzt ist etwa eine Stunde ins Land gegangen. Ja, und wahrscheinlich haben wir die Mission jetzt verkackt. Gehe ich von aus. Weil wir eben. Ebene. Ach Mann, ey. Ach, das erklärt vielleicht auch, warum der Ton so kacke ist. Man hört nämlich jetzt auch diese Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob das sein PC ist oder so, der da so rumrattert. Aber bestimmt hat er sein Mikro nicht mehr richtig eingestellt und hat es natürlich nicht überprüft, weil, naja, Profi-YouTuber, ihr wisst es. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass wir jetzt verkackt haben. Einfach deswegen, weil halt mitten in der Mission das quasi war. Ach so, ja, du bist ja vielleicht was auf einer Spur. Hier wird geschrieben, er spielt jetzt vom Klo aus weiter wegen Flotten Otto. Das könnte natürlich auch sein. Ich dachte gerade, Ey, Alter, was macht der denn? Was macht der denn? Es wird ja immer schlimmer mit der Qualität. Gerade Dance tatsächlich ab, schau mal. Oder? Auf jeden Fall macht er irgendwas. Junge, das klingt, als ob er sich ein Stockwerk tiefer befindet und hochschreit. Ich habe gerade gedacht, er danst und bangt dazu ab.
Der Bank dazu ab. Na gut, egal. Das sind was so süße Details, was mag ich. Oh yeah, das ist richtig geil. Oh, ich liebe Choppe. Alter, geil. Ich liebe auch die Serie American Chopper damals. Die war ja richtig, richtig geil. Dum, 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 dum. Ja, ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich jetzt das mit dem Rechner auch gleich mal erledigen konnte. Weil es... Man hört jede Taste. Ey, das ist wirklich, also ich sag's auch nochmal, stellt euch mal vor, ihr guckt das unironisch und freut euch auf das neue GTA 5 Let's Play vom Drachenlord. Junge, da geht ihr da rein und hört rein, durch eine Dose reden und seit seinen Tasten rumklimpern. Oh Mann, ey. War mir schon seit Monaten eine Sache, die ich machen wollte. Außerdem wollte ich den Lüfter nochmal umschrauben, das habe ich auch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe den Lüfter falsch schon eingebaut damals. Und jetzt habe ich ihn mal umgedreht, jetzt muss ich mal gucken, ob das besser funktioniert. Da hat jetzt zwar keine Probleme mit der Kühlung und eigentlich ist es an sich ja größtenteils egal. Zumindest bei der Kühlung, die ich habe. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es auf Dauer so funktioniert. Also mir jetzt bei weitem lieber ist das so. Auch nice, ne? Er weiß nicht, ob er es falsch rum eingebaut hat, aber er ist sich halt auch nicht sicher und deswegen hat er es jetzt einfach andersrum eingebaut. Ist ein Fuchs, ist einfach ein Fuchs, der Mann. Da müssten wir jetzt gleich da sein. Ja, ich bin relativ gut im Fahren. Okay, let's. So, schauen wir mal aufs Dach. Roof, the roof, the roof is on fire. Wollte ich vorhin schon bringen, den Spruch. Ein guter Song eigentlich. Eigentlich wohlgemerkt. Huch. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich drüber jumpen, so wie hier jetzt. Er hat sogar einen Fuß drauf gestellt, nice. Aber gut, die Steuerung ist natürlich echt nicht verkehrt gemacht. Was? Moment, bin ich jetzt zu schnell gewesen? Okay, zurück zu Lester. Wieso muss ich jetzt zu Lester zurück? Verarsche? Da hat er schon was von Roof gesagt, also vom Dach. Ey, redet er jetzt wirklich die ganze Stunde so? Also ich meine mit diesem Hall in der Stimme. Das ist ja wirklich kaum zu ertragen. Boah. Wisst ihr, was ich nächstes Mal mache? Einfach so aus Spaß? Nee, meine ich natürlich nicht, aber einfach so, weiß ich nicht, meine Kamera anschließen. Dann lasse ich die aus und benutze aber das Mikro von meiner Kamera. Damit ihr auch mal so eine gute Qualität davon habt. So eine schöne Soundqualität. Wirklich wunderbar. Hä? Wie im echten Leben. Hä? Ich fühle mich verarscht. Ey, ich fühle mich echt verarscht. This job is only half done. Get some images of the roof, please. Alter, ohne Scheiße, ich finde mich komplett verarscht. Ich mich auch, wenn ich mir überlege, ich soll mir das unironisch angucken und das auch noch gut finden. Da fühle ich mich auch ein bisschen veralbert. Autsch. So war das nicht beabsichtigt. Ja, ja, ich bin doch schon da. Ach, warte, das war wieder dieser geile Sprung. Ach Mann, ich muss mir das angewöhnen, der wäre so cool geworden. Was zum... Ist das live von seiner MPU? Könnte man denken, ne? Okay, vergesst es. Alter, beweg dich doch mal wieder schneller. A oder B, laut oder schlau? Ich persönlich wäre ja für A. Wundert mich nicht, sag ich so wie es ist. Wir nehmen natürlich die meisten Prozent. Achso, warte mal.
Ach, scheiß drauf. Weißt du, das Spiel gibt dir da. Diese Mission ist richtig geil, ne? Und es kommen 188! Ja, okay, dann komm halt mit 188. Diese Mission ist richtig geil, ne? Du kundschaftest erst den Ort aus, suchst dann deine Komplizen, bereitest diese Mission richtig vor. Das ist total nice gemacht. Und Rainer so, ich kann da auszoomen, ach, scheiß drauf, ja. Es ist, anstrengend. Ich habe jetzt zu spät gesehen, dass die Anteile. Ich habe zu spät gesehen, dass die Anteile, die. Dass die Anteile so sind. So, dann wollen wir mal zum Ganz laden. Ist das der hier? Ja. So, ich habe mittlerweile herausgefunden, wo man sich eine Weste kaufen kann. Ach, hier ist ja offen. Ach, da ist ein Schießstand. Nice. Mal gucken, wenn man auf den Schießstand geht, kostet uns das Muni, wenn wir uns eine Waffe ziehen. Können wir überhaupt eine Waffe ziehen? Ich glaube, das geht gar nicht, lol. Achso, okay, das ist anscheinend. Okay, das geht anscheinend gar nicht. Schade. Das geht bestimmt irgendwie, ich weiß bloß nicht wie. Achso, warte. Erfolg. Sturmgewehr. Minus 1. Bis. Ja, nee, das war. Ja. Egal. Habe ich jetzt gerade ernsthaft einfach. Okay. Ich sag dazu nichts. Ja, Rainer, machst du doch zu Hause genauso. Hä? Wie oft hast du im Stream schon irgendwelche Dosen da wohin geschmissen? Also, das. Ja, egal, komm. Und jetzt müssen wir mal kurz spicken, wo wir überhaupt hin müssen. Müssen wir jetzt zu Franklin? Wenn ja, das ist nicht um die. Das ist nicht gerade weit weg. Probieren wir einfach aus. Komm jetzt Franklin wieder. Hm. Okay, probieren wir was anderes aus. Gibt es sowas ähnliches wie ein Gym? Was ist denn das hier? Strip Club. Ah, ja. Nicht im Let's Play. Fremde. Ich kann einfach nicht anders, als daran zu denken, wie er dann wirklich nach dem Let's Play gleich, also ohne dass es jemand gesehen hat, also ohne Stream, ohne alles, ins Strip Club gefahren ist und sich da eingeschrubbt hat, dann, wo er sich da einen Lapdance hat geben lassen. Also, da würde ich meinen Erstgeborenen drauf verwetten, dass er das so gemacht hat. Hundertprozentig. Und Freaks. Achso, das sind die Fremden und Freaks. Okay, verstehe. Wir können einfach mal Golf fahren gehen. Würde ich jetzt einfach mal spielen gehen, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Probieren wir einfach mal Golf aus. Ich vermute, wir müssen. Also, ich würde jetzt sagen, wir müssen eine Mission machen. Aber um eine Mission zu machen, müssten, also um die Freaks zu machen, würde ich erstmal unsere Ausdauer ein bisschen aufpumpen. Und Golf ist jetzt halt unbedingt für die Ausdauer, aber vielleicht. Also ich dachte, es gibt eigentlich sowas wie ein Gym, aber anscheinend gibt es das gar nicht. Das gab es damals. Ah, welchen schon, der ist gut. Vielleicht findet er im Scriptclub ja auch endlich einen Gym. Also er will nicht ins Gym, sondern er sucht einen Gym. Auch eine schöne Vorstellung. Also in GTA San Andreas. Und ja, ich bringe immer so ein altes GTA an, weil ich eben das 4er zwar gezockt habe, aber das ist erstens mal so lange her und zweitens habe ich von dem Spiel so wenig behalten, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, dass ich das nicht als Vergleich hernehmen möchte, weil ich mich dann selber nicht mehr so gut auskenne drinnen. Wieso zur Hölle sitzt der jetzt am Helm auf? Jetzt schreien die Idioten von meinem Tor rum. Das ist eigentlich am Rainer Sitz das Beste, dass du im Hintergrund so ganz leise hörst. Rainer, Ruhe! Das ist eigentlich das Beste an seinen Let's Plays. Ach, schon wieder mitten in der Aufnahme. Ja, ich melde mich dann gleich wieder. Aber das, ich muss sagen, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, klar, ihn nervt das wahrscheinlich, dass da Leute bei der Aufnahme vor seinem Tor stehen. Verstehe ich auch, alles gut. Aber wenn es eben um die Qualität dabei geht, ne, dass die Leute ihn quasi dabei stören. Junge Rainer, also ich weiß nicht, ob du dir deine Videos mal angesehen hast oder deine Let's Plays oder so.
Also, ich finde wirklich dieses Hater-Geschrei, das wertet die Videos auf. Kein Witz. Metal, Leute, ich hoffe, ich kann jetzt die letzten 10 Minuten des Parts da abliefern, ohne dass die ganze Zeit irgendwelche Idioten vor meinem Tor rumeiern. Wir haben Mittwoch und es haben echt 8 bis 10 Leute nichts Besseres zu tun als um die Uhrzeit. Wir haben gerade fast 15 Uhr bei mir vor der Haustür zu stehen. Also, und sowas wird dann immer sagen, sie sind besser als ich. Also, da schäme ich mich tatsächlich, dass ich ein Mensch bin, ganz im Ernst. Indianerstaffel wird kommen? War das davor? Ich glaube schon, ne? Ach ja, in den USA leben wäre manchmal vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Da würde sich keiner das trauen, was sich bei mir alles erlauben. Shotgun ausgepackt und einfach mal ein bisschen Schrott in den Bauch geballert. Dann ist Ruhe. Ach, jetzt erzählt er so einen beschissenen Helm auf. Jetzt kommt die Polizei heute tatsächlich auch recht früh. Das wird jetzt ein Problem. Ah. Na klar. Ach ja, das könnt ihr eigentlich auch mal machen. Wollt ihr eigentlich Golf mal sehen? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde das gerne mal im echten Leben sehen, für Rainer. Also nicht so Minigolf-mäßig, sondern so auf einem echten Golfplatz würde ich Rainer gerne mal sehen. Wenn ihr Golf mal sehen wollt. Alter, es kommen 188! Ah. Eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich müsste er da rollen, weil es da ein sehr kurzer Abstand ist. Also, was ich vorhin sagte. Ist auch geil, wie Rainer sagt, eigentlich müsste der rollen, totaler Quatsch. Ne? Rainer kennt einfach die Spielphysik besser als die Macher. Das muss man da auch wissen, ne? Klar. Sagen wir, wenn ihr Lust habt, kann ich ja gerne mal eine Runde oder zwei Runden Golf spielen. Also so Wii U Golf oder Wii Golf habe ich nämlich da. Und ich mache so eigentlich immer ganz gerne. Golf spielen würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren irgendwann. Junge Rainer, als ob du sowas machen könntest, Junge. Da braucht man Geduld, da braucht man auch ein bisschen Talent, da muss man auch dann doch ein bisschen laufen. Gut, Rainer fährt in so einem Golfcourt durch die Gegend, das ist auch so eine utopische Vorstellung. Ja, der hat auch keine Ahnung davon. Das ist echt nicht normal. Na gut, Leute, wir brechen das an dieser Stelle ab, weil jetzt sind schon wieder die Idioten von meinem Tor. Ich wollte es eigentlich fertig machen, aber gut. So, wir sind jetzt im Online-Modus drinnen. Wir sind jetzt im Sorry-Modus drinnen aktuell, so hier. Und wir werden jetzt den Online-Modus verwenden. Und zwar gehen wir hier auf Online. GTA Online spielen. Der spielt jetzt wirklich GTA Online im zweiten Part. Halleluja, freue ich mich. Das wird lustig. Hat übrigens, ja, hahaha, dritter Golfkrieg, ich hab's gelesen, okay, ja, weiter. Genau, Enter drücken. Dann möchte ich eine Sitzung nur für eingeladen. So. Möchtest du, was? Bist du sicher, dass du gehst? Achso, ja. Ja, bin ich sicher. So, dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche oder nächsten Wochen werde ich das auch nochmal machen, dass wir eine öffentliche Sitzung besuchen werden. Da werde ich dann direkt in die Online-Sitzung schauen und wir werden dann direkt online zocken. Toll, also spielt er jetzt nur eine private Sitzung, das ist ja komplett langweilig. Wann und wie und wo und alles weiß ich aber selbst noch nicht. Das muss ich mir überlegen und das muss ich gucken, wie ich das anstelle. Ich habe in dem Game, glaube ich, insgesamt 6 Stunden oder so mittlerweile verbracht. Davon etwa 4,5 oder 5 fast nur im Story-Modus mit euch. Ja, locker am Stripclub, erzähl doch nicht. Zusammen im Ding, in den Aufnahmen. Jetzt joinen wir hier runter in die reale Welt. Und zwar landen wir in meiner Garage. In der realen Welt, genau. In der Online-Welt von GTA. So. Genau. Das ist mein Charakter. So sieht er aus. Den habe ich jetzt ein bisschen umdesignt. Das sah vor kurzem noch anders aus. So. Ich habe mir hier so einen fetten Truck reingestellt. Richtig schöner Style. Finde ich richtig episch. Richtig episch. Weiter! Leute, finde ich richtig episch. Okay, gut, weiter geht's. Das war der Vorreiter von Ford Blue, habt ihr das gesehen? In der Online-Welt ist es sehr wichtig, dass ihr eure Autos versichert. Wenn ihr die Autos versichert,
Alles klar. Eine Sache, die mich ein bisschen aufregt, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass die anderen Online-Spieler, die hier rumzocken... Alter, wie viel PS hat das Teil denn? Die anderen Spieler, die hier online rumzocken, stressen mich ein bisschen, weil die einfach hergehen und keinen Respekt zeigen. Jetzt nicht von mir als solches wegen YouTube oder so, sondern im Allgemeinen keinen Respekt zeigen, weil sie einfach andere Spieler einfach so umknallen und abmurksen. Ach krass, echt, in einem GTA Online killen andere Spieler? Andere Spieler? Ey, das ist ja komisch, dass sie dich nicht irgendwie zu Kaffeekränzchen einladen oder so. Oder so Yu-Gi-Oh!-mäßig ein Duell wollen oder so. Das ist ja wirklich komisch, Rainer. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ist ja sehr toxisch, das Ganze, ne? Nee, verstehe ich nicht. Da redet der von einem respektvollen Umgang. Junge, das ist ein Spiel mit Waffen und man ist online und man kann dann andere Spieler jagen. Das ist ganz normal, das ist Teil des Games. Wirklich geil, wirklich. Respektloses Verhalten, ja. Oh Mann. Nur weil sie es können, was ich extrem dumm finde und sowas gefällt mir immer gar nicht. Generell in Spielen. So, sehr schön. Ich war heute übrigens auch erst beim Mechaniker. Musste was an meinem Auto machen lassen. Ich hoffe, mein Lieblingshub ist auch, denn die hätte ich auch gerne in meinem Auto. Ja, ist allerdings sau teuer. Okay. Listen, this is Tony Prince. Geh mal auf die Nerven mit einem blöden Blödsinn, ey. Ist vielleicht nicht unbedingt die geilste Idee gewesen mit dem Motorrad. Um die Uhrzeit, also Real-Life-Uhrzeit. Aber das Motorrad hat halt einen Vorteil. Und zwar, man ist extrem... Autsch. Man ist halt extrem agil. Wenn man halt gerade gegen irgendwelche Wände fährt. Boah. Schönes Regenwetter hier in GTA. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ehrlich gesagt, das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass es in GTA regnet. Also ich verstehe es nicht ganz, Leute. Erklärt mich gern auf, warum spielt er jetzt online, wenn er eh nur ein privates Spiel macht? Das verstehe ich nicht. Ich meine, was bringt das denn? Der ist doch keine andere Sau. Also dann spielt doch den Story-Modus. Oder gibt es da irgendwelche Sachen noch, die man machen konnte? Das ist bei mir schon sehr lange her. Ich verstehe das nicht so richtig. Was mich interessieren würde, dass der Regen bleibt sogar auf dem Wasser, also das Wasser bleibt sogar auf dem Boden liegen, finde ich sehr interessant. Mann, hört auf mich dauernd anzurufen, das nervt. So. Diese blöden NPCs die ganze Zeit, die begreifen einfach nicht, wenn man auflegt, dass man Ruhe haben will. Oh Junge, nervt mich nicht. Blöden NPCs. Mann, du nervst mich. Junge, selbst die NPCs in GTA sind Hater. Oh. So ein Rotz. So ein Dreck. Was? Ja, das war klar. Was macht er? Ich war jetzt verwirrt. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Motorrad weiterfahre oder ob ich zu Fuß flüchte. Was macht er? Einmal panisch im Kreis und dann bumm, tschüss. Zum Dreck. Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Banken nehmen. Alter, ich komme in 180! Mann, Simmons, auf die Nerven, Alter. Mann, nee, ohne Scheiß. Alle 2 Sekunden ruft der an. Was will denn der von mir? Wow. Uns ist dann fehlgeschlagen. Was ist denn ein Monsterstand, bitte? Okay, jetzt reicht's. Nerv mich nicht. Ist nicht mal rangegangen. Einfach einmal kurz rangehen mit den Labern. Nee. Alle wegdrücken, damit sie alle 2 Minuten neu anrufen. Und ich würde jetzt auch nicht da unten zu rufen, der blöde Penner. Das geht nur auf die Nerven. Mal kurz gucken. Oh, Alter, was? Ja, es ist teilweise echt teuer. Ich habe da halt privat jetzt auch nicht sonderlich viel gemacht. Es wollte mir zwar jemand mal ein bisschen Kohle schenken, aber ich bin da nicht so der Fan von. Ich mache solche Sachen lieber selber. Ach man. Kumpel von mir meinte mal, der spielt kein GTA mehr. Der hat am Anfang hat er das mal ein bisschen gesuchtet.
Er hat aber gemeint, das hat man eigentlich relativ schnell vergessen können wegen den ganzen Hackern. Also in den GTA halt ziemlich viele Hacker rum. Ein Kumpel von mir meinte halt sowas wie, ja, es ist halt voll zum Kotzen. Der hat früher halt Rennen gemacht, so eine Rennmission. Deswegen bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Und er hat gemeint, er kannte halt diese Rennmission so auswendig, er hat das halt fast pixelgenau alles gekonnt. Und hat da einen der besten Scores überhaupt aufgestellt gehabt. Man kennt sie, die Kumpels. Jetzt weltweit oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls meinte er. Er hat den besten Score überhaupt, also weltweit weiß ich nicht. Herr Winkler, das speist sich ja wegen. Halt, dass das dann halt irgendjemand geschlagen hat, weil er irgendwie ein Hacker, der da irgendwie durchgehackt hat, keine Ahnung. Ich kann mir das auch gut vorstellen, muss ich sagen, weil das ist echt nervig. Also, ich glaube hier auch nicht, was die Leute davon haben, das zu hacken. Ich meine, wenn sie nicht spielen können, also ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler, aber wenn man jetzt. Absolut nicht, wirklich, absolut nicht, Rainer. Spielen kann, muss man halt gleich hacken. Ich meine, mal in GTA, wenn ich im Singleplayer bin, was so ein kleiner Cheat oder so, ich weiß gar nicht, ob das GTA hier überhaupt sowas hat, aber mal so ein paar kleine Cheats im Soloplay. Ist ja okay, darüber kann man gerne reden. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Aber eben im Soloplay oder halt im Doppelplay, aber halt nicht im Multiplayer, wo man mit Tausenden von Leuten spielt. Im übertriebenen Sinne gesagt. Das finde ich halt irgendwo schade, muss ich sagen. Also zwei, drei Folgen im Story-Mode. Was war das jetzt für ein Monolog? Also ja, okay, hacken ist jetzt nicht so cool, ja. Nice, Rainer, danke für diese Erkenntnis auf jeden Fall. Aber was soll ich sagen? Gibt's halt und muss man halt mit klarkommen. Und es ist ja nicht so, dass in GTA Online jeder irgendwie rumhackt. Also, weiß ich nicht. Weißt du, ich dachte, er geht in den Online-Modus und er macht jetzt ein paar Rennen mit irgendwelchen Randoms oder so. Das wäre doch cool gewesen. Hätte ich mir lieber angeschaut, wie er sich dann da aufregt, als wenn er jetzt hier in Online-Modus geht, eine private Lobby macht und mit seinem Motorrad hier dann von links nach rechts fährt. Also, naja. Muss aufnehmen. Und drei Folgen mehr am besten, dann hätten wir fünf Folgen. Dann hätten wir, was habe ich aufgenommen? Drei Folgen. Das heißt, wir hätten, acht Folgen. Nee, Quatsch, neun Folgen. Nee, Quatsch. Wenn der mit Zahlen anfängt. Anstrengend, richtig, richtig anstrengend. Wenn der anfängt mit Zahlen, Junge, da zuckt schon wieder bei mir. Das ist, also da zuckt der Speer. Da muss ich wirklich sagen, da muss ich los. Mann, hör doch auf mit Zahlen. Acht Folgen. Der erste Gedanke ist immer richtig. Und dann, beziehungsweise es sind eigentlich sogar bloß sieben Folgen, weil ich tatsächlich eine schon hochgeladen habe. Und das ist für ihn auch harte Arbeit, ne? Das sind sieben Folgen, da hat er, sieben Folgen à 20 Minuten aufgenommen und das ist für ihn harte Arbeit, ne? Das darf man nicht vergessen. Huch, jetzt liegt er sich auf die andere Seite, WTF. Oh, und er hat einen Ringhand, sehe ich gerade. Nice. Oh, wir sind schon auf 7,5%. Oder 7,6, jo. Wie auch immer. Guter Anfang. Huch, falsche Richtung. Wieso trage ich eigentlich keinen Anzug? Egal. Zieht er sich einfach von alleine um eigentlich? Das ist ja fast schon intelligentes Verhalten von NPCs. Warum setzt der mal einen Helm auf, Mensch? Er sich immer noch über die Helme beschwert. Ich finde es ein bisschen schade. Früher hatte man immer schöne Stats angezeigt und irgendwie kriegen wir die gerade nicht. Warum machen diese Dialoge, ey? Bitte fahr den wieder hin. Ja, genau. Der ist wirklich, wirklich Rainer seine Lernkurve, ne? Ey, das ist wirklich unglaublich. Rainer, du hast unten links einen Balken für deine Ausdauer. Da siehst du, wie viel du noch hast. Und Rainer die ganze Zeit tippen, Leute. Junge, er macht die komplett leer, legt sich hin und denkt, das Spiel ist schuld. Es ist unglaublich. Ach, schön. Es ist einfach schön. Wir hören uns jetzt mal einfach rein das Kommentar an. Oh, er fällt wieder hin. Scheiße. Blöde Frage, darf ich die umhauen? Ist eine ziemlich blöde Frage, Rainer. Okay. Wurde angegriffen. Naja, man muss es ja mal ausprobieren. So. Okay, here
Und wenn man jetzt mal auf die Karte schaut, da zeigt es ein rotes Feld an. Und wenn man in diesem roten Feld rennt, könnte ich mir vorstellen, ja, aber die hat trotzdem wieder gewonnen. Ey, der ist da wirklich, also das kann man sich doch einfach alles nicht mehr ausdenken. Das kann man sich doch auch einfach alles nicht mehr ausdenken. Ey, diese Mission ist so easy. Und Rainer macht die zum achten Mal, weil er nichts checkt. Da labert er irgendwas von, ja, unten die Map, die blinkt jetzt rot. Da sind bestimmt Minen versteckt. Das hat er denen nicht gesagt, aber ey, also ich verstehe nicht, wie man nicht checken kann. Er ist ja schon ein paar Stunden drin, wie man nicht checken kann, dass da unten links eine Ausdaueranzeige ist und wenn diese überstrapaziert wird, dann legt man sich auf die Fresse. Das ist so geil. Geschlagen. Ich kapiere das nicht. Wir haben nicht genug Ausdauer dafür. Ja, das ist es, Rainer. Man müsste einfach nicht die ganze Zeit nur X-Bande spammen, sondern vielleicht auch mal kurzzeitig ausruhen, wieder Ausdauer generieren und dann... Ach, das ist wirklich... Ey, das können kleine Kinder, Leute. Das können kleine Kinder. Aber man muss ja offensichtlich gewinnen auch, denke ich. Lass mich mal kurz überlegen. Sollen wir wirklich die Mission da machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es darum geht. Das ist der Psychiater. Es gibt keine andere Mission gerade, ne? Und zu Franklin fahren bringt uns nichts, weil wir da als Franklin hin müssen. Und das sind wir nun mal nicht. Ja, die Felgen sehen aber auch aus, als würden die irgendwie viel zu langsam laufen. Alter. Alter, wo bin ich denn da hochgefahren? What the fuck? Ich bin tot. Aber es war vorhersehbar. Oh Mann, aber es war lustig. Ich glaube, da gefällt mir Golf besser. Aber liegt bei mir, glaube ich, eh daran, dass ich generell so jemand bin. Oh, bei mir liegt es wahrscheinlich, glaube ich, generell so jemand, dass ich da immer so auf Golf stehe. Da glüht der Speer. Ja, der glüht pausenlos. Bertles, sage ich einfach. Vielen Dank für die Unterstützung. Da glüht der Speer, ja. Das stimmt. Das gibt's doch nicht, Alter. Na gut, es ist echt schon spät, ne? Das ist doch echt nicht normal, Alter. Kann es sein, dass ich vielleicht die falsche Partnerin habe? Bin ich vielleicht irgendwie gleich in den schwersten Modus gegangen? Natürlich, Rainer, ja klar. Ich war nur einmal oder zweimal in meinem Leben auf einem Golfplatz. Aber mich würde gerade mal interessieren, ist es auf dem Golfplatz tatsächlich, nicht auf dem Golfplatz. Aber die Frage ist, was mich interessiert, auf dem Golfplatz quietscht, auf dem Tennisplatz quietscht es doch nicht, oder? Also ich war tatsächlich schon mal Tennis spielen. Auch diese Vorstellung, stellt euch Rainer auf dem Tennisplatz vor. Ja, nicht Tischtennis oder so, der Tennisplatz. Der hatte überhaupt keine Vorstellung. Ne? Beim Tennis muss man sich viel bewegen, da muss man rennen, da muss man schnell sein, man muss Ausdauer haben. Junge Rainer, wann willst du denn? Ah, das ist wirklich unvorstellbar. Stellt euch mal Rainer heute auf einem Tennisplatz vor. Mit seinen Beinen, Leute. Ah, schön. Toll. Das ist allerdings schon zig Jahre her. Das war noch in der Schulzeit. Aber da quietscht es doch normalerweise nicht, oder? Quietschen das bei einem Hallensport, also bei so Sachen wie, keine Ahnung, bei Turnen jetzt vermutlich nicht, aber. Das ist Sachen wie Basketball oder so. Wenn ich jetzt gleich mal ein bisschen wacher bin, dann geht das gleich. Aber gerade war ich halt echt übelst müde und hab die Augen nicht richtig aufgelegt. Junge, also das muss auch schon eine Sportart sein bei Rainer, ne? Dieses Rausreden. Ja? Anstatt einfach zu sagen, okay, ich krieg das hier auch gerade Elzertland nicht richtig hin. Einfach sagt er die ganze Zeit, ja, ich bin ja auch müde und das ist, glaube ich, auch der schwere Modus und oh ja, mein Auge war gerade auch kurz zu. Wirklich, also Weltmeister im Ausreden finden. Jetzt geht's gerade wieder ein bisschen. Schauen wir mal, ob ich noch ein paar Punkte machen kann. Müssen wir eigentlich auch Punkte kriegen, wenn man einen langen Ballwechsel durchgehalten hat? Nee, ne? Ich kenne mich mit Tennis überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Das merkt man auch, Rainer. Einzig, was wir früher gespielt haben, war Softball mal eine Zeit lang.
Aber das ist auch schon zig Jahre her. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich Softball war. Das war jetzt so ein sanfter Ball. Das war gar nicht der Tennisball, das war so ein sanfterer Ball. Den hat man auch mit so Tennisschlägern geschlagen, aber ohne. Die haben ja ein Netz drin, die Tennisschläger, ähnlich wie die Federbälle. Also Junge, er erzählt ja seine Story und kriegt nichts hin. Es ist wirklich. Ach Leute, das ist wirklich schwer hier zuzusehen. Ach Mann. Muss ganz kurz durchatmen. Ganz kurz, ganz kurz. Erstmal danke an 250 Leute, die sich hier zusammen mit mir das hier durchquälen. Das ist sehr, sehr angenehm, dass ihr hier da seid. Ach Mann, ey. Naja, wir machen weiter. Es ist wirklich sehr schwer zu ertragen. Federballschläger. Und die ich gehabt habe, das waren so richtig aus Hartplastik. Kann auch sein, dass es einfach eine andere Art von Tennis war. Keine Ahnung. Das ist auch immer unfair, wenn ich so weit rüberfliegt jedes Mal. Das ist auch so unfair, wenn die richtig Tennis spielt. Junge, ach Mann, ey, das ist alles so unfair, ja. Dass die Programmierer, da, weißt du, die haben extra. Smell off! Die haben extra eine Version nur für Rainer gemacht, wo alle Hater sind. Das ist wirklich diese eine Version. Alle anderen GTA 5 sind anders, aber das ist die Hater-Version. Mann, das gibt's doch nicht. Ich meine, jetzt bin ich wacher, aber das ist echt nicht mein Sport. Also vom Tennis kenne ich eigentlich nur ein paar wenige Regeln. Kann ich mal kurz ein bisschen erzählen. Das Einzige, was ich an Regeln kenne vom Tennis ist, er darf auf der gegnerischen Seite nur einmal aufprallen. Wenn er zweimal aufprallt oder aus dem Ring hier rausrallert, dann hat man verloren. Wenn er zweimal aufkommt, also wenn er zweimal aufkommt, hat man gewonnen. Wenn er auf der anderen Seite zweimal aufkommt, auf der gegnerischen, dann hat man gewonnen. Wenn hört ihr zu, damit ihr auch wisst, wie Tennis gespielt wird, Leute. Hört zu. Wenn er einmal aufkommt und halt abgeschlagen wird, dann geht's halt weiter. Ich bin gerade gar nicht sicher, wird das eigentlich nur zu zweit gespielt oder kann es auch zu viert gespielt werden? Ey, man hat gar keine Chance, den Ball von derer zu kriegen, Alter. Was ist denn das für ein Level von derer? Alter, ich hab voll nach rechts gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Was? Fehler? Also, Moment mal, ich sehe gerade oben links sind die Punkte angezeigt. Führe ich eigentlich? Alter, was war das für ein langsamer Ball? Jetzt hat sie 30 Punkte. Warum hat sie 30 Punkte auf einmal? Das ist wirklich unglaublich. Rainer, ich wette, wenn du bei GTA 5 Tennis startest und nicht weißt, was das ist, dann wird dir das Spiel dieses Tennis erklären, denke ich mal. Und Rainer hat wahrscheinlich wieder keinen Bock gehabt zu lesen und ist einfach reingegangen. Weißt du, Rainer denkt jetzt, die hat 30 Punkte, die hat wahrscheinlich schon 30 Aufschläge gewonnen. Ja, so war das. So spielt man Tennis, Leute. Jetzt haben wir 30-30. What the fuck? Wie werden denn hier die Punkte gerechnet? Junge, das kann nicht sein. Du bist ein verdammter Vollidiot! 15, 30, jetzt muss ich selber überlegen, 40? Oder 45? Jetzt bin ich auch dumm. 40 oder 45 und dann Spiel, ja. Waren es 45 oder war es beim dritten 40? Leute, ach, ich bleibe jedenfalls nicht weiter, so weiter geht's. So ein Scheiß. Ich denke, der muss bei mir aufkommen, anscheinend muss er das aber gar nicht. Ich kenne mich aber echt nicht mit den Regeln aus. Hä, warum hat er nicht geschlagen? Es sind 40, ich hatte recht, ich habe gerade gegoogelt, alles gut. Oh, es regnet. Also, in real life. Ey, warum hast du denn erwischt? Schwierigkeitsgradwinkel. Ah.
Kraft Zahlwörter von Neid erblassen, ja, in der Tat, in der Tat. Es ist, wie lange der auch dieses Tennis spielt, es ist schwer anzusehen. Ich muss ja mal sagen, sowas wie Tennis hat mich eigentlich früher schon interessiert, weil es sind so Sportarten, die eigentlich gar nicht so richtig realisiert sind bei uns hier. Also, wir haben ja früher viel Tennis gespielt. Oh Mann. Wir haben früher nicht, also nicht Tennis, sondern Tischtennis haben wir früher viel gespielt. Wir haben früher eine Tischtennisplatte gehabt. Nee, ich glaube, die wollte meine Mutter damals unbedingt haben. Also ich bis heute nicht verstehe, weil die überhaupt kein Tischtennis spielt. Also so Tischtennis habe ich früher gerne gespielt. Tennis habe ich eigentlich nie wirklich gespielt, aber es hat mich immer interessiert. Zumindest so jetzt im privaten Modus natürlich. Also jetzt nicht irgendwie so krass im Vereinsmodus oder so. Das ist überhaupt. Ich bin Vereinsmodus, privater Modus. Bin ich gerade im Streamer-Modus oder wie ist das? generell kein Vereinsmensch. Das ist so eine Sache, die hat mir immer, die hat mir nie gefallen. Ja, das weiß ich. Du bist ein Einzelgänger, ne? Verein und so Kamerad und Teamhaftigkeit? Teamhaftigkeit ist kein Wort. Kameradschaftlichkeit. So, mein Gott, also ich bin auch schon hagelt. Ich habe gesagt, diese Stunde wird mich brechen. Wir sind ein bisschen mehr als halb durch. Es ist wirklich anstrengend heute. Wie sollen wir denn den erwischen? Es gibt einen Unterschied zwischen einer Tischtennisplatte haben und actually Tischtennis spielen. Das stimmt wohl auch, ja. Aber weißt du, das ist wie wenn du dir zu Hause so eine Wand voll Bücherregalen mit Büchern hinstellst und dann sagst du, ja, ich bin ja belesen. Ja, du kannst viele Bücher haben, aber wenn du noch nie eins gelesen hast, bringt dir das auch nicht viel. Na gut, was soll denn eigentlich in der erwischen, wenn es nach dem Gegner geht? Wieso hat er nicht geschlagen? Meine linke Maustaste scheint manchmal Macke zu haben. Warum denn? Das ist schon das zweite Mal, dass er einen Ball nicht getroffen hat, weil er nicht geschlagen hat. Spiel vorbei, na endlich. Doch, Hat ja auch mal genug gedauert. let's play! Ein Seitenwechsel, also wieder schon wieder ein Seitenwechsel. Wie viele Spiele sind das denn? Das gibt's denn jetzt? Kann nicht so schwer sein hier. Ich versuche jetzt einfach mal ganz normal den Ball zu treffen. Ich habe gerade rumgeschmutzt mit verschiedenen Techniken irgendwie, aber Alter, wie soll man denn den Ball erwischen? Aber man muss Herr Winkler eine Sache lassen. Wenn er ein Talent hat, ist es konsequent in jedem Game nicht gut zu sein. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und das ist ja auch ein Talent für sich. Ja, wirklich jedes Spiel anzufassen und in jedem Spiel nicht gut zu sein, das ist schon, ist, glaube ich, auch eine Gabe. Voll unfair. Ich überlege gerade, muss der Ball immer von links nach rechts geschlagen werden? Also muss der immer auf die zwei verschiedenen Felderseiten landen? Sieht nämlich so aus. Matchball. Der Matchball gibt, soweit ich weiß, mehr Punkte. Ja, also gut, wenn wir den kriegen würden. Wieso hat er den nicht erwischt? Hat er mich gerade, hat mich das Spiel ernsthaft als Verlierer bezeichnet? Wenn du verloren hast, dann bist du der Verlierer des Spiels, ja, Rainer? Was ist denn das für eine Frage? Also, wirklich, ach Mann, nee, komm weiter. Ach, so kann man ein Ding einstellen. Okay. Probieren wir es mal auf leicht. Punkt gewonnen. Jetzt habe ich einen Punkt gewonnen. Rainer, oh, warum habe ich jetzt einen Punkt gewonnen? Der hat noch nie Tennis gespielt. Wenn du mit zwei Leuten Tennis spielst, dann zählen die ganz äußeren Felder zählen nicht mit zum Spielfeld dazu. Das ist quasi aus. Aber wirklich, man merkt, der hat noch nie irgendwie mal gesellschaftsmäßig mal mit ein paar Freunden vielleicht mal Tennis gespielt oder war wirklich mal in einem Verein oder so. Weißt du, das hat doch jeder mal irgendwie, wenn es nur Schwimmen ist oder Tischtennis oder Fußball oder Tennis, irgendwas. Aber man merkt halt, Rainer, der war sein ganzes Leben nur in seiner Bude und hat keine Ahnung von irgendwas. Hat er bei dem das Netz berührt oder was? Okay, er muss anscheinend nicht auf links, rechts, links, rechts sein. Schöner Punkt gewonnen. Hä, wieso gewinne ich da noch einen Punkt? Bowling ist auch so eine Sache, die ich total gerne mache. Aber, also früher bin ich öfter mit Kumpels Bowling gegangen. Aber das ist halt momentan alles ein bisschen schwierig wegen den Hatern und so. Und irgendjemand hat mich angeschrieben, aber es ist immer irgendwie, wenn ich am Aufnehmen bin, das nervt mich immer.
Aber es hilft ja nichts. Das war völlig unwichtig. Warum macht er nicht GTA-Sachen, die viel interessanter werden? Ich verstehe auch nicht, warum er wahrscheinlich gefühlt drei Parts bei sich dann irgendwie Tennis spielt. Fand ich jetzt auch nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerade schon da gelesen, spielt er an der Killing Floor. Wisst ihr, was wir demnächst mal vielleicht machen im Stream? Vielleicht spiele ich einfach mal ein bisschen Killing Floor nebenbei. Wäre doch eigentlich auch mal witzig fürs Meme, oder? Ich guck mal, vielleicht gibt's irgendeine Mod, wo die Zombies aussehen wie Rainer oder so. Das ist ja auch ganz witzig. Blöde Frage, aber das sieht ein bisschen aus wie Chan, oder? Von Applewar? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand von euch kennt. Nee, Rainer, wir sind alle Babys. Wir kennen das gar nicht. Muss ich jetzt gerade an Chan denken. Ja, mit seinen verrückten Meerschweinchen. Ach ja. Hab ich echt früher geliebt, den Kanal. War richtig cool. Nämlich Videos gemacht. Naja. Aber ganz ehrlich, ich finde es schon komisch und schäbig, dass sie keinen Kraftraum mehr eingebaut haben. Killing Floor ist gar nicht so dolle. Ich habe tatsächlich unironisch damals, wo es rauskam, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe damals eine Zeit lang wirklich Killing Floor mit ein paar Kollegen gespielt. Lustigerweise, bevor ich, ich weiß nicht, ob das, ob's da, war das bevor es zum Meme wurde bereit? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon, doch. Da habe ich das unironisch mit ein paar Kollegen gespielt. Ich fand das geil, ich habe auch einen zweiten Teil gezockt. Also, ich find das eigentlich so coole Spiele, mal so zum Gehirn ausschalten und einfach mal zum Rumballern mit ein paar Kumpels, das ist schon ganz geil. Wenn man seine Ausdauer trainieren kann. Bestanden. Also, ich habe die Theorie, dass jetzt mich Ding anruft, Lester. Und offensichtlich stimmt meine Theorie definitiv nicht. Okay, das können wir knicken, hier wird das nix. Alter. Das hat mit Sicherheit weh. Vor den Facepalm gemacht. Das nenne ich einen Facepalm, Leute. Das nenne ich Einsatz. Anschließend würde ich sagen, dann ist der Part vorbei. Und ich werde mich mal offline erkundigen. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis zu den nächsten Aufnahmen werde ich mich mal offline erkundigen. Was man machen muss, um jetzt die nächsten Missionen freischalten zu können. Oder vielleicht den Charakter wechseln. Wir können auch noch probieren, ob man den Charakter wechseln kann. Aber, also, jetzt muss ich mal fragen, hat Rainer nicht gecheckt, dass man die ganze Zeit frei zwischen diesen Charakteren wechseln kann? Oder ging das eine Zeit dazwischen nicht? Also, wie gesagt, ich habe GTA 5 einmal gespielt damals. Ne? Und dann habe ich halt Multiplayer viel gemacht und ein bisschen rumgecheatet und Spaß gehabt. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber kann man nicht jederzeit zwischen den Charakteren wechseln? Weil der checkt das wahrscheinlich einfach nicht. Naja, Killing Floor 2 ist mega, der Gore ist auch richtig gut gemacht. Captain Eierstock, ich sag dir, wie es ist, das waren coole Zeiten damals, ne? Einfach mit ein paar Kumpels verabredet, jeder hat sich eine Klasse rausgesucht, dann hat man sich irgendwo verschanzt, hat der Zombies weggeballert, das war cool, das war wirklich cool. Deswegen, wir können wirklich mal irgendwann im Stream gerne mal Killing Floor spielen oder so, wäre schon witzig. Ganz merkwürdig, irgendwie kann man nicht wechseln, ich weiß auch nicht, wie man das triggern kann. Ach, warte mal, kann ich Frank dann einfach anrufen? Vielleicht? Ja, okay, also der Chat schreibt auch, man kann auf jeden Fall wechseln. Also er checkt es wahrscheinlich einfach nicht. Okay, gut, sehr schön. Ja, während der Mission kann man nicht wechseln, genau, das ist ja klar. Aber außer die Mission will, dass du in der Mission wechselst. Aber ja, also er checkt das noch nicht. Sehr schön, das ist wirklich wieder ein tolles Let's Play. Warte mal, was war das gerade? Abhängen? Was meinen die mit abhängen? Jetzt kann ich einfach Franklin abholen oder was? Schnell Massaker. Ach, jetzt kann man all das hier anstellen oder was? Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich mit ihm. Okay. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich mit ihm ins Kino gehe oder was? Hä, ist das nämlich das Kino? Ach, hier geht's dran. Sag mal, was ich mir hier an? Will der jetzt mit dem Typen ins Kino gehen, weil er nicht checkt, dass er zu ihm wechseln kann? Ah, ich freue mich schon auf den Moment, wenn das dann checkt. Ah, shit. Moment? Nee. Hä, hat das Kino nicht offen oder was?
Also das Phantom to Cinema. I wanted to see the end of that nonsense. You could drop me off or we could keep hanging out. Hey! Wir wollten noch den Film anschauen. Was ist denn jetzt markiert? Als durch Fangirl absetzen oder was? Das ist irgendwie anders gelaufen, als ich es mir erhofft hatte. Abhängig ist das, was du mit Amala gemacht hast. Ja, das stimmt. Ey, aber Gott sei Dank gab es diesen Abend, ey. Sonst hätten wir Amala wahrscheinlich nie kennengelernt. Wirklich schön. Verarschen geht das nicht gerade. Wieso geht denn das nicht? Geht bei dem Auto vielleicht nicht. Wer weiß. Also normalerweise müsste doch eine Mission nach der anderen. Ich würde es verstehen, wenn irgendwelche Missionen noch nicht offen sind. Man kann bestimmt irgendwie zwischen den Charakteren switchen. Ja. Und ich weiß nur nicht, wie es geht. Ja. Das würde mich jedenfalls nicht überraschen. Und ich werde noch haben essen, dann werde ich auch in Real Life ins Bett gehen und morgen früh dann alles rendern. Mit früh meint er übrigens wahrscheinlich 14 Uhr oder so. Morgen habe ich ja schon den Park von heute Mittag. Das finde ich übrigens richtig dumm, dass man die Karren mittlerweile rumdrehen kann. Ja, das ist total dumm, dass man seine Karre behalten kann und die Entwickler daran gedacht haben, dass das Ding nicht sofort ausbrennt. Das ist wirklich, dass diese Entwickler, das sind aber wirklich Hater, ganz ehrlich. Das ist ja auch so stumpf eigentlich. Ich bin der Meinung, das geht ja eigentlich immer richtig cool gewesen. Also sobald das Auto nämlich auf dem Kopf stand oder so, musste man aussteigen und schnell wegrennen. Weil wenn man nicht weggerannt ist, dann hat man das Problem gehabt, dass dann die Karre, dass an die Karre, weißt du was, ich setze mal das Teil da weg. So. Ja, geh auf jetzt hier. Meine Güte, jetzt geh auf, Mensch, Meier nochmal. Also ich kapiere nicht, wie ich auf den Charakter wechseln kann. Ja, also im Prinzip ist das im Moment alles mehr schlecht als recht, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel ist einfach schlecht, weil er nicht checkt, was er machen soll. Das Spiel hat sie wahrscheinlich... Ja klar, das Spiel hat er auch am Anfang erklärt, wie man wechselt. Ach komm, Rainer, gib Aro. Ah, oh, Mann. Charakterauswahl steht hier gerade mit links alt, sehe ich gerade. Ah ja. Ach so. Ah, okay. Also man muss links alt gedrückt halten. Das mit den Pfeiltasten war anscheinend irgendwie anders programmiert, keine Ahnung. Ich habe es ja nie umgeändert, die Tastenbelegung, also müsste es eigentlich Standard sein. Das finde ich übrigens ziemlich lustig. Die Charaktere wechseln tatsächlich zwischeneinander durch und haben aber auch ihr eigenes Leben. Also man kann auch im Online-Modus, also wenn man sich einen Charakter online erstellt hat, das hat ein Kumpel von mir mal gemeint, als ich einfach rausgegangen bin aus dem Online-Modus, hat er gemeint, mein Charakter ist einfach irgendwo hingelatscht. Na endlich. Jetzt stimmt das? Ist doch Quatsch. Du hast doch nur einen Charakter online, oder? Und den steuerst du auch und der lernt schon nicht vor alleine irgendwo hin. Das klingt nach Lülülü, oder? Können wir auch mal weitermachen. Ja, das war aber auch echt dumm, weil es hat auch keiner richtig erzählt, wie es geht. Irgendwas mit den Pfeiltasten. Aber die Pfeiltasten funktionieren bei mir so gar nicht. Weil angeblich, wenn man die Pfeiltasten nach unten drückt, würde sich nach kurzer Zeit ein Menü öffnen. Das stimmt aber bei mir nicht, weil es bei mir aus irgendeinem Grund alt links ist. Also die Alt-Links-Taste. Naja, wie du sagtest, da haben das die Programmierer falsch programmiert, klar. Deswegen finde ich das alles ein bisschen strange. Life is Strange? Chloe? Klöden? Klingelständer? Okay, wir machen weiter. Aber gut, das hilft ja nichts. So. Gucken, ob ich da ohne Probleme drüber komme. Jawohl. Yay! Schüsch. Schau mal dieses Schüsch, ne? Das war wirklich diese Zeit mit, wie heißt er denn? Ach, aus dem Rudel damals, wie heißt er denn? Fängt mit A an, glaube ich, komme gerade nicht drauf. Ja, ist egal. Also auf jeden Fall, Schüsch hat er nicht von sich selber, das hat er sich irgendwo abgeguckt. Projekt Haut oder Garn, Grüße, hallo. Azog, mein Gott, jetzt habe ich's.
So ein Scheiß. Mann, Alter, wie will der denn mit einem Van kriegen? So ein Shit. Und warum schießt ich total daneben? Alter, dieser scheiß Van ist zu fett, Mann. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Die Junge ist so professionell. Es hört sich auch einfach so an, als ob die auf dem PC steht, Alter. Ich vermisse auch ein bisschen die Alexa-Zeit, ne? Da gibt es auch wunderschöne Zusammenschnitte, wo er so eine Alexa anschreit die ganze Zeit. Alexa, stopp! Mann, mich riecht das auf, das Ding. Oh, scheiße, das ist er ja gar nicht. Geh halt da drüber jetzt, Mensch! Hallo? Geh da hoch? Hä, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Jetzt spiele ich den Hund. Oh Mann. Was sind jetzt der. Alter, das ist FSK. Alter! Meine Güte. Alter, jetzt geht der Hund da voll ab. Alter, was ist das für eine kranke Mischung? Alter, FSK 18, Alter. Radio aus, Gott sei Dank, es geht. Hä, ich hab das doch schon mal ausprobiert. Ja, ich hab's verstanden beim ersten Mal. Alexa, ruf meinen Sohn an. Klassiker. Alexa war die einzige treue Frau in seinem Leben, ja, das stimmt wohl. Das Spiel ist auch ab 18, was sein Problem. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Ich glaube, er selber weiß es auch nicht so richtig. Naja. Schön wieder mit einer Hand gespielt. Hallo, würde ich jetzt bitte rennen können? Hallo, ich will rennen. Meine Güte. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Also, ich muss übrigens dazu sagen, ich finde die... ich finde die Steuerung zum Teil echt für einen Eimer. Willst du irgendwas von mir, Junge? Das glaube ich aber auch. Alter... Boah, ich kann da nicht zusehen. Oh, ist schon wieder eins von den Autos, wo man nicht fahren kann. Oh, ein schönes ist schon wieder eins von den Autos, wo man nicht fahren kann. Es ist so geil. Die sind alle anders programmiert und der arme Rainer muss damit klarkommen. Das geht doch nicht. Ja, wohl. Könnte ein Muscle Car sein. Na gut, gehen wir zur Franklin's Mission. Um ehrlich zu sein, das Ding wäre mir ganz recht, wenn ich ehrlich bin. Mission fehlgeschlagen. Ach was. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich habe nicht gelesen. Ach Mann, komm. Ach, du hast nicht gelesen, Rainer? Das ist ja was ganz Neues. Als ob, ey. Also, was soll ich mir holen? Eine Pump-Action-Shot-Finde. Ach komm, als ob. Was brauche ich denn jetzt noch? Hä? Ach komm, als ob, Alter. Mann, geht mir das gerade schon wieder auf die Nerven, Alter. Wenn man immer gezwungen wird, irgendwas zu kaufen, was man überhaupt nicht will. Hä? Wo ist denn die Katze erwischen? Ist weit mehr wert als jeder Mensch. Achso, muss ich da reinfahren? Nee. Aber ich muss da wahrscheinlich rein, oder? Ey, ja! Renn mich über den Haufen, hast schon recht, Junge! Ich bin gleich tot. Geh halt aus dem Weg, du Penner! Oh, Schande. Mann, ey. Das ist total doof, dass man das Auto umdrehen kann. Junge, hör jetzt auch noch mehr rum, ey. Sorry, ich bin jetzt auch schon ein bisschen matt langsam. Alter, was ist das für ein Schwachsinn hier? I wish I was in jail, not running with you, fool. You got
Alter. wie jetzt? Hey, wieso kann ich mich nicht drehen? Nee. Das kann man sich alles nicht ausdenken. Mist, ich dachte, ich kann da hochfahren. Geht das nicht? Ja, ihr denkt, das ist das GTA, aber das sind echte Aufnahmen von Rainers Fahrverhalten. Ach komm, als ob. Was war denn das? Stunde Stunt fehlgeschlagen. Stunde? Ah, ja. Das Stunde ist leider fehlgeschlagen, schade. Lamar haben wir jetzt bekommen und Streich. Nee. Stretch? Heißt der Typ ernsthaft Stretch? Na, von mir aus. Lass mich mal überlegen. Jetzt muss ich natürlich aufs Klo. Jetzt brauchen wir eigentlich nichts groß anfangen. Weil ich denke, in 4 oder 5 Minuten werden wir jetzt keine ganze Quest zustande bringen. Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch immer nicht so viel rede, aber wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass ich halt nicht jedes Mal reinquatschen möchte, wenn die am Labern sind. Weil die Leute, die Englisch können, die können das natürlich verstehen, ohne dass sie die ganze Zeit lesen müssen. Bei mir ist es so, dass ich das teils hab, teils lese ich's, teils verstehe ich's. Also wirklich, er glaubt das, ne? Er glaubt wirklich, er versteht die Dialoge, die da abgehen. Kannst du nicht ausdenken. Und, ja. Ah, der Begrüßung zu Kurz, Boy ist da. Hallo, freut mich, dass du da bist. Ah, schön. Bitte schreib das weiterhin überall in die Kommentare. Ich finde das einfach nur schön. Ja, ich achte sowieso nicht so besonders groß auf die Story, weil bei GTA ist das Letzte, was mich interessiert, die Story. Und das ist eigentlich das krasse Gegensatz zu... Das sind heimliche Hater-Aufnahmen vor seiner MPU. Das kann auch sein, ja. ...dem, was ich normalerweise bin. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise drauf stehe. Den habe ich jetzt weggedrückt übrigens. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise auf Story stehe. Aber das trifft eben nicht bei GTA zu. Das ist eines der wenigen Spiele, wo die Ausnahme ist. Weil es halt im Prinzip einfach nur ein Spiel für mich ist, wo ich halt am ein bisschen so mal der böse Junge sein kann. Weil normalerweise... Der böse Junge sein kann. Okay. Markus schreibt, Herr Winkler. Ja. Rainer hat mit Erfolg am Englischunterricht teilgenommen. Ja genau, er war anwesend, aber das war's dann auch. So ungefähr. Also normalerweise bin ich ja eher so der Typ, der halt eigentlich das gar nicht ausstehen kann mit Böse und so. Und das mache ich halt dann nur im Game ganz gerne. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da auch im Game besser drauf bin als die meisten. Weil ich zum Beispiel niemanden, also keinen realen anderen Spieler einfach so über den Haufen ballern würde. Das ist so ein Gelaber wirklich wieder, ne? So sich auf ein moralisch höheres Podest zu stellen, zu sagen, so, also ich, ja, ich bin ja wieder was ganz Besonderes. Ich würde ja nicht einfach so in GTA Online Leute mal hoffen. Also wirklich, ach, einfach nur lost, der Mann. Weil es ist einfach asozial. Und es gibt leider Leute im Online-Game, einer der Gründe, warum ich kein Online-Game mehr mache, weil mich das tierisch aufregt zum Teil. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Jetzt habe ich was vergessen, das muss ich schnell machen. Man hat in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, da ist mein Alarm vom Ecosystem losgegangen. Das ist mir jetzt gerade, als ich gestartet habe, wieder eingefallen. Nee, das hat man nicht gehört. Nee, das war eigentlich kaum zu hören. Muss ich kurz meine Medizin nehmen. Und außerdem, Alexa, stell einen Timer eine Stunde. Eine Stunde, ab jetzt. So. Junge, Alter, hat der das auf dem Mikro stehen oder was? Ich hasse den so sehr. Ey. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, wahrscheinlich schon. Nein, Rainer, nein. Ach Mann, ey, wirklich. Ach, ey, ich krieg auch gleich. Also das Ding geht jetzt noch 12 Minuten danach, ist aber auch hier vorbei. Also ich kann dann auch nicht mehr. Sonst fange ich an, euch hier alle zu beleidigen. Das möchte ich nicht. liegt daran, dass ich momentan... bisschen krank bin und Meditanzin nehme und das nehme ich einmal in der Stunde, nehme ich 10, 15 Tropfen. Leute in einem PvP-Game töten ist also sehr, ja, das ist wirklich, die haben auch einfach kein Benehmen, ne, von ihren Eltern gelernt bekommen, das hat man doch gelernt, dass man in PvP-Games die Leute respektvoll bitte um die Ecke bringen sollte, also es ist einfach nur dummes Gequatsche. Mann, sowas regt mich immer auf, Alter, ohne Scheiß. Ich würde dem am liebsten eine reinklatschen.
Ganz ehrlich, ich hasse sowas wie Paparazzis. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber auch in einem bestimmten Bekanntheitsgrad bin. Und auch das glaubt er, ne? Ich meine, klar, viele Leute, naja, kennen ihn, okay, da gehe ich mit noch. Aber Junge, also, er denkt ja wirklich in seiner Welt, er ist ein krasser Promi und seine Marke ist 2 Millionen wert und ach, Mann. Ja, und die bösen Paparazzi, ne? Das ist ja ganz, ganz schlimm. Internet-Kaspar Mädel. Allerdings mochte ich das schon früher nicht. Wenn jemand einen anderen belästigt, das ist so asozial. Und hier unten ist ein T und ein Fragezeichen, also ein Freak und ein T. Ach nee, das ist absichtlich so T und Fragezeichen. Das ist wahrscheinlich kein Freak. So ein Scheiß, ich habe versehentlich die Aufnahme gestoppt. Aber ich habe noch nichts gemacht. Ich habe jetzt nur die falsche Taste gedrückt gehabt. Gehabt. Dann machen wir mal da weiter, bis wir nicht mehr weiter... Kommen, Alter! Tschüss. Tschüss. Ja, es ist so falsch, wenn er das macht. Tschüss. Hör doch mal auf damit. Okay, das war's dann. Hab ich Regeneration? Also habe ich Regeneration? hab ich Regeneration? Hab ich Regeneration? Leute, guckt mal bitte nach, ob ihr Regeneration habt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. So. Moment. Alter. Fliege. Haben es gerade 2 Fliegen auf meiner linken Hand getrieben, Alter, auf dem Handknöchel? Ja, Rainer, das sagt viel über dich aus. Was zur Hölle? Sowas passiert auch echt nur mir, Alter. Alter. Los, steige auf. Mann, ey, der mit seinem blöden Helm immer. Eine Frage habe ich übrigens. Alter. Ich sag mal, geht's noch? Fährt er über mein Motorrad, der Sack? Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich einen Helm aufhab, macht es tatsächlich weniger Schaden, als wenn ich keinen Helm aufhab? Das würde mich interessieren. So, ich glaube, ich muss nachher mal eine Fliegenfalle aufstellen. Ja, stell dir mal vor, ihr hättet damals zu Hochzeiten im Hochsommer in der Schanze Fliegenfalle aufgestellt. Junge, die hättest du stündlich auswechseln müssen, weil die voll sind. Aller Drache. Da könnt ihr ja auch mal ein Video dazu machen. Ich mache nämlich immer eigene Fliegenfallen. Alter, mich regt das auf, dass ich nicht rennen kann, Alter. Ich hab's verstanden. Was ist das für ein Schwachsinn? Warum kann ich nicht rennen, wenn die Mission beendet wird? So ein Bullshit. Oh, okay. Es gibt nur noch die Michael-Quest. Fahren wir einfach mal zu Michael. Das ist auch gut. Beschwert sich über den Helm-Meme, baut direkt einen Unfall. Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht geht's dann da weiter. Der Helm gibt hier plus 10 Rüstung. Ja, kann auch sein. Mit der Aufgabe, die... Ach, der mit seinem blöden Helm. So. Wegen Copyright ein bisschen hier. Schließlich will ich auch was verdienen, auch wenn es voll arrogant und dingsig klingt, aber ich lebe ja davon, also muss ich irgendwo Abstriche machen. Muss ich irgendwo ab... muss ich halt auch irgendwo Abstriche machen. Leute, hört zu. Oh, ich hoffe wirklich nicht, dass er das monetarisiert bekommen hat, das ganze Zeug damals. Oh Mann. Oh, stell dich das mal vor. Leute haben sich das unironisch angeguckt und haben da wirklich solche Sachen geschrieben. Oh ja, Rainer, das war aber ein tolles Let's Play. Bitte, bitte mehr davon. Und ohne Abstriche funktioniert natürlich das auch nicht. Weil ohne Geld verdienen kann ich in Zukunft vergessen, auf Dauer Let's Plays weiterzumachen. Zumindest so aktiv, wie ich es zurzeit mache. Oder was heißt aktiv? Ich bin ja nicht mehr aktiv. Und wenn ich da bedenke, andere hauen da 2-3 Parts pro Tag raus und ich komme gerade mal auf 2 Parts. Und das auch gerade mal dann, wenn ich gerade ein bisschen was aufgenommen habe. Aber gut, bei mir kommen ja so viele andere Geschichten auch noch dazu. Ja, das Rumsitzen, das frisst ja auch sehr viel Zeit. Und das Nix-Machen und auch das Schlafen und Ausruhen, ihr wisst gar nicht, das frisst dann auch viel Zeit, die auch sehr intensiv genutzt wird, meine Freunde. Das versteht ihr alles wieder gar nicht, ne? Wirklich, ich sag dir, wie es ist, wenn ich Rainer gewesen wäre, weißt du, was ich gemacht hätte? Du sitzt ja nur zu Hause. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte mir 2 oder 3 Tage Zeit genommen. 2 Tage durchweg schön 8 Stunden am Tag aufnehmen. Dann einen Tag alles zum Schneiden, zum Rendern und zum Hochladen. So, und dann hättest du immer für die Woche einen Flow gehabt. Du hättest das nach und nach hochladen können, meinetwegen auch 2 Parts am Tag oder vielleicht sogar 3. Und dann hättest du dir 2 feste Tage in der Woche ausgesucht, wo du immer aufnimmst.
Und zack, läuft das Ding. Aber Rainer macht immer nur das, worauf er gerade Bock hat. Und da sieht man halt, oh, jetzt habe ich keinen Bock. Oh, andere Leute schaffen so und so viel Parts und ich nur so und so viel. Und oh, bitte unterstützt mich doch, ich lebe ja davon. Das ist ja wieder planlos wie immer. Blöde Fliege, geh weg. Aha. Geht das überhaupt? Ach scheiße, wartet mal. Nein. Oh Mann, jetzt bin ich auf meinen Online-Modus gewechselt. Ich dachte, das ist jetzt der andere, der Trevor. Als bin ich in den Online-Modus gewechselt. Ich könnte kotzen. Also Zeit, jetzt habe ich auch gestern angefangen mit Diablo 2 mal wieder zocken. Das zocke ich auch mal so einmal oder zweimal im Jahr. Einfach mal so aus Gaudi wieder durchballern. Ohne Scheiß, wenn man schon spawnt im Online-Modus und man gleich hört, dass jemand rumballert und man davon ausgehen kann, dass das wohl sehr schnell darauf hinauslaufen wird. So, Online-Spiel verlassen bitte, ja. Und man schon Junge, Mann, Rainer, sei doch nicht so eine... Man kann doch nicht einfach rausgehen, einfach mal... Er kann da auch versuchen, Leute abzuballern. Ach Mann, ey, das ist ja so unterhaltsam. Der hört, dass jemand mit dem Panzer rumfährt und Leute abknallt. Sowas geht mir immer tierisch auf den Zeiger. Wenn er mit dem Panzer rumfahren will und Leute nerven, dann soll er das im Singleplayer machen oder im Online-Modus, wo es allen nervt. Wir fahren erst einmal nach drinnen. Nein, ich will, dass das Auto mal anfangen. Ah, Mist. Gerade jetzt kommt die Post. Ich bin gleich wieder da, Leute. Gut, ey. Ach ja, boah, Wetten abschließen, ob das im Part bei ihm rausgeschnitten war oder nicht? Ich glaube nicht. Weiter geht's. Hä, verarsche? Hä? Wie man so konsequent in allen Sachen verkacken kann. Ich verneige mich vor diesem Gaming-Gott. Das ist unglaublich. Verarschen oder was? Sag mir jetzt nicht, dass ich die Quest nicht schaffe, weil ich jetzt zu schwach bin. Hä, verarsche? Wieso fährt er so langsam? Ach was. Weil die Feststelltaste ist es. Oh. Willst du mich wohl verarschen hier? Ist das eine Verarsche? Hä? Du willst mich verarschen. Jetzt fängt er schon wieder mit dem Scheiß an hier. Was zum... Der macht nicht die Taste, die er soll. Du willst mich doch verarschen, Alter. Der nimmt nicht die Taste, die er nehmen soll. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Junge, stell dir vor, du schwimmst nach unten im echten Leben und weißt einfach nicht, wie du hochschwimmen kannst. Ja, ich hab doch gedrückt. Tot. Warum macht ihr die lustig? Das Fahrradfahren war echt komisch in dem Spiel. Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Aber es sah schon so aus, als ob man die wieder nicht wüsste, wie man es richtig machen muss. Der Seeschack ist auf Grund gelaufen. Ah ja, wahrscheinlich meinen die mein Teil hier. Irgendwie macht man doch das Licht an. Boah, mich regt das gerade auf. Irgendwie geht doch das Licht an. Alter, ich sehe nichts. Das Ding hat anscheinend kein Licht. Alter, wenn ich jetzt noch öfter gegen die Wand fahre, werde ich wahnsinnig. Alter. Also ich glaube, ich würde als Vater genauso handeln wie er. Naja, vielleicht nicht unbedingt jemanden abknallen, aber... Ganz im Ernst? Ne, das geht echt gar nicht. Was war denn das jetzt, Alter?
Michael ist tot. Ja, gut, dann ist er halt tot. Mein Gott, interessiert mich nicht. Was war denn das jetzt, Alter? Warum wollte der jetzt, dass ich aussteige? Dieses doofe Spiel, diese doofen Entwickler. Hängen die Bullen ab. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Junge, also. Guck mal, er spielt es doch jetzt wirklich schon ein paar Stunden. Wie passiert denn sowas noch? Ach Mann, ey. Ja, steh halt auf, Mensch. Alexa, Jetski, Licht an. Bewege ich den jetzt so langsam. Soll ich wahrscheinlich gleich drauf gehen? Steig halt ein, Mensch. Renn der erst ums Auto rum, Alter. Jetzt wird's auch noch laut, weil er vorbeifahren muss. Ich probier mal was aus. Das war die falsche Taste. Wenn ich immer die beknackten Tasten vertue. Mann, Alter, das Ding ist so klobig. Das lässt sich einfach nicht lenken. Mich regt sowas auf. Ich persönlich tippe noch sehr stark drauf, dass wir die Quest nicht schaffen werden. Aber werden wir mal sehen. Und das blöde Auto ist einfach zu klobig. Wir können einfach nicht richtig fahren. Ich hatte nämlich eigentlich vor, hier so einen schönen Slide rumzumachen und dann hier weiterzufahren. Weißt du was, jetzt reicht's. Michael ist tot, weil er einfach mal nicht in diese Scheißkiste umgehen kann. Mann, mich regt das auf, Alter. Soll er doch seinen Führerschein machen, ey? Von der GTA-Polizei vorgeführt. Schön. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das Ganze angehen kann. Officer verletzt! Officer verletzt! Ja, das sieht mich nur nicht. Du hast wie im echten Leben. Ja, LAPD, mach dann LAPD, interessiert mich noch nicht. Mann, ich hasse es, wenn die Dinger einfach keinen PS geben können. Ach Mann, ey, man kann da gar nicht entkommen, weil die aus allen Richtungen kommen. Man muss doch eine Lücke frei haben, damit man da nicht reinfährt in den blöden Penner. Guck mal, er labert, man muss doch eine Lücke frei haben. Auf der anderen Straßenseite war alles frei. Was macht Rainer? Fährt in die zwei Polizeiwagen links rein, Junge. Es ist geil, wirklich. Also, dass die Entwickler einem auch keine Chance geben, das ist einfach nur utopisch. Vor allem, ich hätte gerne eine andere Waffe. Mann, Alter, was will denn der von mir? Alexa, stopp. Stopp. Ja, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Was ist denn das für ein Let's Play? Der kriegt nichts auf die Reihe, Mann. Alexa, halt die Fresse. Stopp, 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 stopp. Blödes Drecksding. Man muss alles 10-mal sagen bei dem blöden Ökosystem. Dass es das rafft. Wenn ich sage Stopp, dann will ich auch Stopp und nicht 100-mal sagen müssen. Da kommt mir schon wieder einer entgegen, Alter. Da ist er schon wieder. Ich kann nicht einmal ausweichen, weil ich keine Möglichkeit auszuweichen. Hinter mir ist einer, vor mir ist einer. Da fährt schon wieder einer. Das ist so nervig. Wie soll man denn entkommen, Alter, wenn die aus allen Richtungen kommen? Was ist denn das für ein Scheißdreck, Alter? Früher gab es wenigstens so Sachen wie fahr über dieses Teil und dann hast du weniger Bullen hinter dir. Sowas gibt es ja anscheinend gar nicht mehr. Da gab es früher so geile Symbole, da hat es funktioniert. Da ist schon wieder vor mir einer. Wie soll ich denn abhauen, wenn da schon wieder einer vor mir ist? Mann, warum fährst du denn da verdammt nochmal nach vorne? Mann, mach hinne, Junge! Ganz neutrale Aufnahme hier wieder, ja? Ganz entspannt, Leute. Du willst abhauen vor den Cops, Mann. Dann hau auch ab. Und fahr nicht endlich und bleib nicht mitten auf der Straße stehen. Ich komm, jetzt bin ich. Ist das dein beschissener Ernst? Franklin will handle your get.
Paige, you're in the truck with the bikes, everyone else with me. Gus, Eddie, I need you in the back of the van. Franklin's driving, I'm in the passenger seat. What are you waiting for, kid? Etzi, du bist ein verdammter Vollidiot! Hau ab! Ich ruf die Bullen, Junge! Hau ab! So, ich bitte um Entschuldigung, Leute. Da musste ich kurz mal weg. Dass die Leute einfach nicht mal aufhören können mit ihrem Scheißdreck. Sollen sie sich doch einfach mal einen Job suchen oder eine Arbeit oder irgendetwas, womit sie den Tag über beschäftigt werden. Halt. Da lang. Dass die mir gleich rumbeleidigen müssen, Alter. Sagt Rainer! Sagt Rainer! Oh mein Gott. Mit dem Motorrad kann ich halbwegs umgehen. Im Auto bin ich immer, tue ich mich immer so schwer. Schalte die Cops aus, bevor sie die anderen haben. Bevor sie die anderen haben. Ja, Leute, und damit haben wir die Stunde zusammen durchgestanden. Es ist unglaublich. Oh. Mein React ist jetzt ungefähr 1,5 Stunden lang. Also ich muss mich auch erstmal dann duschen, erholen und vielleicht noch ein paar Baldrian einschmeißen. Es war wirklich ein bisschen viel. Oh, mein Gott, ey, mein Gott. Aber trotzdem sehr geiles Video. Das nächste Mal dann kommt Part 3. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch in 2 Teile. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da gucken. Es ist doch ein bisschen sehr lang geworden. Ah, ja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen.